Hallo liebe Disc Golf Gemeinde, Frolf ist zurück mit den Back 9 der Leading Card des Finales der 34. Deutschen Disc Golf Meisterschaft in Neuss. Mit mir weiterhin am Start Rippe rechts von mir. Jawohl, schönen guten Tag. Und natürlich Fabi Kaune. Moin moin. Es geht los. Genau, Bahn 10, Par 4, 120 Meter, eine links angeknickte Landzunge, umringt von OB, wie man so schön sehen kann. Ja, meine persönliche Meinung nach, keine Par 4 Bahn kann man als Par 3 machen auf der Deutschen Meisterschaft. Und es war die einfachste Bahn im ganzen Turnier. Gemessen am Par 4. Gemessen am Par 4. Und hier nochmal Shoutout an die Damen in der zweiten Runde, fiel hier ein Starframe. Das sollte ein Aufruf sein, auch mal bei den Damen reinzuschauen. Es lohnt sich. Genau, ich habe wieder meine PD2 genommen, habe einen schönen flachen Heiser gespielt. Leg mir so eine 20, 25 Meter Rest zum Korb. Wir hatten auf der Bahn auch Rückenwind. Das hat mir persönlich sehr geholfen, die Bahn nochmal ein bisschen besser zu spielen als davor. Was ist passiert auf den ersten neun Bahnen? Du spielst minus 2. Genau. Bene plus 1, heißt, ihr seid beide gleich auf. Domi plus 2 und Kette minus 1. Ja? Das ergibt die unten eingeblendeten Scores. Ja, plus Kevin, der zu diesem Zeitpunkt auch bei minus 18 lag. Allerdings aus der Chase Card. Also haben wir drei geteilte Erste. Und Thorsten findet hier leider, dass OB hat zu weit geworfen mit seiner Destroyer, meine ich. Was macht Domi? Nimmt auch den Heiser. Zieht ihn schön über die Bäume und legt sich da auf jeden Fall einen Putt zum Eagle. Starker Wurf. Hier haben wir Bene. Legt vor. Was anderes kannst du von da auch nicht machen. Nein. Also. Kette mit dem dritten. Genau. Genau, dann kommt mein Part. Ich hatte vorhin mit meinem Caddy gesprochen, dass ich eigentlich nur vorlege. Hier jetzt nicht so gut zu sehen. Von hinten, der Part war relativ knapp am Cage, also der hätte auch durchaus reingehen können. Also hast du dich entgegen deines Rates? Ja. Okay. Domi mit dem 10, na, 9, 8 Meter Part zum Eagle. Mit Rückenwind. Weil der Wind kam mehr von der Seite, oder? Ja, mehr auf jetzt so gesehen gerade auf den Kameramann zu. Der Putz zum Birdie sitzt. Die Putz liefen ganz gut bei dir, oder? Kann man das also bis dato oder bis jetzt? Bis dato war ich mit meinem Putz sehr zufrieden, auch durch die ersten beiden Runden. Wie du bekanntlich weißt, Rippe, sind die 4 bis 7 Meter Putts meine Schwäche, aber auch die haben top funktioniert. Die Schwäche konnte man sich in Helmstedt angucken, oder? Sensationell. So, Thorsten nimmt hier die 4 mit. Und Domi das Birdie. Weiter geht es zu Bahn 11, 101 Meter. Den Korb konnte man nicht sehen, der war von Bäumen bedeckt und relativ nah am Abwurf war dann eine OB-Fläche, die aber nicht sonderlich ins Spiel kam, war die, weiß ich, glaube ich, nur 40 Meter, dann war die hintere Kante vom OB, also da hat man schon drüber geworfen. Kevin an der Bahn 10 auch mit Birdie. Das heißt, wir haben weiterhin drei geteilte Erste. Genau, mein Drive verbessert und stark. Der war wirklich geparkt. Davor die Runden habe ich ihn. Wirklich geparkt, ja. Davor die Runden habe ich den gnadenlos überworfen. Ich glaube, einmal 30, 35 Meter. Das sind Probleme. Hat nicht jeder Rippe. Bin auch mit einem schönen Gnadenwurf. Aber ich hatte hier tatsächlich auch eine 2. Wow. Mein Approach ging aus Versehen rein. Das passiert dem Besten. Bene wirft leicht rechts in das Gebüsch, aber hat von da einen Putt.
Domi, mit dem Heiser, ihm passiert jetzt so ein bisschen das, was lange mir auch passiert, ne? Ist. Genau, dass die Scheibe nicht im Heiser bleibt, sondern halt noch so ein bisschen sich gerade stellt und dadurch die Lücke leicht verpasst. An der Bahn hier ein klarer Vorteil für Rechtshänder insgesamt, eher eine lefty-freundlicher Kurs oder ein Rechtshänder-Kurs, Fabi? Ich würde persönlich sagen, ein Rechtshänderkurs, weil ich habe, glaube ich, Bahn 4 war die einzige Bahn, wo ich eine Vorhand geworfen habe, wo es für mich am meisten Sinn gemacht hat tatsächlich. Und Bahn 8. Bahn 8 ist auch noch. Also Bahn 8, genau, Bahn 4 und 8 waren eigentlich Linkshänder genauso wie Bahn 15, die wir gleich noch sehen werden. Ja. Aber der Großteil, muss man schon sagen, war für Rechtshänder, glaube ich, angenehmer zu spielen. Genau. Bene mit dem Putt zum Birdie. Ja, Domi konnte nur ranlegen. Den macht er. Schöner Putt, vor allem mit dem Druck, deine Scheibe unter dem Pin zu sehen. Ja. Genau. Das ist bitter. Das tat richtig weh beim Zugucken. Die meisten hatten schon geklatscht und dann sehen wir leider, wie der Putter auf dem Boden liegt und nicht im Korb. Sah nach einem guten Putt eigentlich aus, ja. Ja, das ist. Das tut mir richtig weh, wenn ich zugucke. Das, ja. Oder vielmehr leid. Also, das sind eigentlich. Keine großen Dinger mehr für Domi. Ja? Als Domi an Bahn 7 zweimal daneben geputtet oder dreimal daneben geputtet hat, hatte ich das Gefühl, er hat seine Puttfähigkeiten komplett verloren. Das war wirklich, wirklich schmerzlich mit anzusehen. Genau, und durch den Putt, den wir vorher gesehen haben, jetzt das Bogey. Kevin hat auf der Bahn eine 3 gespielt, sodass Bene und Fabi jetzt geteilte Erste sind und Kevin dahinter. Genau, Bahn 12, 104 Meter. Man sieht so einen kleinen Baum in der Mitte stehen. Der hat so ein bisschen die gerade Linie erschwert. Ein Hügel, wo man dann zwanghaft etwas höher werfen musste. Und der Korb wurde dann nochmal von tief hängenden Ästen und längeren Baumreihen geschützt. Was spielst du da, Fabi? Ich habe hier meine etwas eingespieltere FD3 geworfen. Wenn ich sie gerade mit ein bisschen Power abwerfe, wie gesagt, geht sie schön nach rechts und mache dann am Ende noch auf und lege sie zu weit. Ein Stück zu weit, aber ein 4-Meter-Putt. Schöner Wurf. Bene mit Vorhand. Genau. Zu viel Annie drauf und fällt dann runter. Kette auch mit dem Annie. Ich bewundere, dass Kette mit Kapuze spielen kann. Also das würde mich ja wahnsinnig machen. Nee, ich persönlich könnte es nicht. Domi auch mit dem Annie, zieht ihn ein bisschen weiter raus. Bisschen weit links angesetzt, ne? Genau, kriegt hier einen sehr guten Kick und hat sich dann... 8 Meter Putt? Ja, ich glaube. Geschätzt. Ja. Jetzt zweimal Druck auf Bene gepackt, ja? Zweimal geparkt, mehr oder weniger. Genau, wie gesagt, er legt da jetzt vor. Immer noch ein Putt hin. Kette hat leider in den Baum geworfen, beziehungsweise der Putter wurde vom Wind in die Bäume gedrückt. Hier Domi für das Birdie. Sauber. Nimmt damit. Boah, wie ich ihm den gönne. Den haben wir ihm alle gegönnt. Bene zum Paar. Macht er. Stark. Starker Putt. Ja, der war wichtig, ne? Somit ja. Vermutlich nur ein Wurf auf dich verloren. Oh, jetzt erst noch Kette. Da springt der Putter wieder aus dem Korb raus. Ja,
Und wie du es eben schon angekündigt hast, hier wieder der Wurf, den ich mir zurückhole. Das bedeutet erstmalig... Alleiniger Führer. Kevin stand, meine ich da... Führender. Führender, danke. Führender. Ich meine, Kevin lag zu dem Zeitpunkt dann auch bei minus 20. Bahn 13, 120 Meter. Straight, quasi rechts waren viele Bäume, viel Gebüsch, was man treffen konnte, mitnehmen konnte. Nach links waren eigentlich auch keine Grenzen gesetzt, bis dann quasi die Pferderennbahn kommt. Und hier will man halt wirklich mit den Spielern, die wir jetzt haben, die weit werfen können, doch schon vielleicht das ein oder andere Birdie mitnehmen. Spielt sie ihn gerade an, ja? Ja, es war ein Straight Shot eigentlich. Und dann ein bisschen Feuer hinter. Aber war kurz und links, ja? Ja. Also die Tür verreißt ein bisschen. Ja. Macht aber noch gut weit. Die Büsche. Ja, man sieht es, also hat noch gut Weite gemacht. Aber imposante Technik, wenn er die Scheibe rausholt und quasi gleich weiterläuft, um abzuwerfen. Und Bene auch im Annie quasi weggeworfen, geht auch nach rechts rüber und findet quasi denselben Spot wie Domi. Wie hast du denn deine Scheiben nachher noch versucht trocken zu halten? Wir haben ja gerade Dominiks Technik gesehen. Ja, ich hab sie tatsächlich auch unter meine Jacke bzw. unter meinem Pullover gehalten, versucht alle drei, vier Bahnen meine Handtücher zu wechseln, damit man die wirklich trocken hat und einfach sich nur einen kleinen Punkt aussuchen, den man trocken macht, und ich versuche die ganze Scheibe zu trocknen. Das funktioniert dann irgendwann nicht mehr. Caddy war schon eine große Hilfe bei dem Wetter, ne? Das hat mir sowas von auf Deutsch den Arsch gerettet. Caddy mit einem Overhead Approach legt den schön an Korb auf 6 Meter. Domi packt sich noch ein bisschen mehr ein. Ja. Legt seinen Putter auch drunter. Hat es eigentlich geregnet? Ja, zwischendurch mal immer so ein bisschen. Hatten wir dann Ruhe. Schöner Run von Bene. Und man muss eigentlich dazu sagen, Domi hatte so einen leichten Vorteil, weil er der Einzige war, der keine Brille getragen hat. Das kam mir noch gar nicht so zum Ausdruck. Bei dem Putt habe ich den Cage getroffen. Das wäre nochmal so ein schöner Putt gewesen. Und Thorsten für die 3. Zu kurz an den Cage. Putt zu 4. Den setzt er daneben. Ärgert sich selbst. Ja, das ist halt auch bitter. Ne? Bei dem Wetter, es kann alles passieren. Bene macht sein, souverän. Das sind eigentlich Entfernungen, über die die Spieler eigentlich nicht nachdenken. Nein. Ist wirklich bitter. Aber ich glaube, es war die 4 am Ende für Kette, oder? Ja. Nee, die 5. Die 5. Es war der Double Bogey, wurde auch eingeblendet. Passt. Genau, ich nehme die 3 mit. Du 3, Bene 3 und auch Kevin hat dort 3 gespielt, ja. So dass du immer noch einen vorhast. Dann kommen wir zu Bahn 14, 99 Meter. Links war ein Mandobaum, den wir rechts umspielen mussten. Rechts war ein OB-Feld, das war, meine ich, ein Basketballplatz. Eigentlich kommt er nicht ins Spiel, aber wer weiß, wenn man mal verreist, kann man auch da liegen. Ein Multisportpark, glaube ich, war das. Inklusive Fußballtore. Wie man im Hintergrund sehen kann. Nur ich habe wieder da meine FD3 geworfen, stabil. Den willst du eigentlich haben, oder? Den will ich eigentlich mitnehmen und liegt dann doch... Bisschen kurz, ich habe mir da eigentlich ein bisschen mehr erwartet. Der Wind hat auch sehr auf die Scheiben gedrückt, wenn man versucht hat, den Heiser zu spielen. Domi macht es eigentlich richtig, spielt enger, aber dann zu eng. Ist die Tür offen für Bene? An sich ja. Bene seine stellt sich gerade. Da kommt sie angeflogen. Und nimmt da noch den Busch mit. Man hat gerade schön gesehen, wie viel Spin auf der Scheibe war, wie sie sich am Ende noch im Gras gedreht hat. Sind auch gut 15 Meter. Kette, ein schöner Heiser.
aber auch zu kurz. Aber der beste von allen, oder? Ja. Ja, eine schöne Einstellung, wo man erkennen kann, in der man erkennen kann, dass wir ohne die Schirmhalter verloren gewesen wären. Also vielen Dank an dieser Stelle mal an Stefan, Marian, Dennis und natürlich Deutschlands besten Funktionär, Meselmeister. Oh. Genau, Domi und Bene haben ihre Parts nicht gemacht. Ich bin draufgegangen, habe leider den Cage getroffen. Konnte nicht das Birdie mitnehmen. Apropos Birdie, Kevin dort mit Birdie. Ja, also ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, Kevin und Bene beide bei minus. Nee, die haben zwei geteilt, der erste gerade, ne? Mit Herrn Kaune und Herrn Konsor. Ist gut möglich. Genau, und wir machen unsere Putts zum Paar. Ja, problemlos. Hoffe ich. Sollte eigentlich für kein ein großes Problem darstellen. Und weiter zu Bahn 15. Ja, Bahn 15, 94 Meter, Par 3. Die eingezäunte Fläche mit dem etwas höher stehenden Gras war eine OB-Fläche. Wie gesagt, da musste man auf jeden Fall drüber werfen, egal ob als Lefty oder als Rechtshänder. Und rechts stand halt, wie schon gesagt, das Materiallager vom Oktoberfest. Kann man gleich sehr schön sehen. Meine Scheibe hat, glaube ich, nur knapp das Metall verfehlt. Das hätte auch böse enden können. Ja, und für euch wahrscheinlich auch die Gefahr von der zweiten Koppel dahinter. Genau. Also wenn man einfach nur lang wirft, sieht man jetzt. Genau, das war das Ding. Ich da, die zweite Koppel ist auch OB für die Bahn. Ja, ich habe eigentlich geworfen mit einem eher lockeren Gefühl und dachte mir so, okay, der könnte ganz gut passen. Und ja, dann kam ich zu meiner Scheibe und die war noch gut 15, 16 Meter weg. Domi hier mit der Vorhand geht kein großes Risiko ein, das OB mitzunehmen. Bene ebenfalls mit der Vorhand. Das ist eigentlich eine Bahn für ihn, oder, mit der Vorhand? Ja, den zieht er schön übers OB, hat eine schöne Höhe. Da kommt er auch ebenfalls rechts im Bild an und ich liegt glaube, so 10 Meter. Rückenwind, dolle Rückenwind, sodass die Scheibe doch noch ein bisschen weiter gedrückt wird und nicht den normalen Verlauf nehmen kann. Ja. Kette mit der Rückhand. Genau, das war eine Midrange, muss man hier mal an der Stelle erwähnen. Stark. Der hat eine Midrange geworfen und man sieht, es hat sich ausgezahlt. Schöner Wurf, ja. Man sieht hier die Putter im Gegenwind, da war nichts wirklich viel zu machen bei so langen Putts. Bene mit dem Putt zum Birdie kann ja wieder einen gut machen. Verfehlt leider etwas tief. Kevin Spieler, die 3. Nimmt also keinen Wurf ab. Genau, bleibt alles beim Alten. Und auch Kette nimmt das Birdie nicht mit. Also ich könnte technisch nicht mehr fahren. Insgesamt können wir an der Stelle, glaube ich, verraten, spielt Kevin Konsor die Hot Round in der dritten Runde mit einer minus 7 und hat somit für die letzten drei Bahnen euch eigentlich auch nochmal eine Aufgabe gelassen. Ne? Sitzt bereits im Zelt. Ich glaube, bei minus 16 18. Musste man länger warten. Ich glaube, die Runde von Kevin war durch. Ja. Und er musste das Ganze aus dem Zelt verfolgen. Oder als Zuschauer dann vielmehr. Bahn 16, Par 4, 145 Meter, links eine OB-Linie gezogen und dann, ich würde sagen, 10 bis 11 Meter rechts, auf der anderen Seite auch komplett die Bahn runter, OB. Nach 95 Metern kommt links noch ein Lichtmast, den man rechts umspielen musste und von dort aus waren es dann noch gut 50 Meter bis zum Korb. Okay.
Das ist eigentlich eine Bahn, an der sich was entscheiden kann. Ja. Genau, hier bin ich mit dem Gefühl gegangen, ich will eigentlich gar nicht anfangen. Da hatte ich besonders Schiss und kriege tatsächlich einen Skip auf dem Sand und liege dann safe und bin um das Mando rum. Beeindruckend. Danke. Der sieht gut aus, oder? Ja, der ist safe. Ja, super Wurf. Das heißt, der Druck ist bei Bene? Ich wollte gerade sagen, mit dem Wurf habe ich sehr viel Druck aufgebaut und Bene versucht den Flex zu spielen und kippt dann vorm Mando links weg ins OB. Passt noch mit einem schönen Wurf, schöner Heiser. Und legt ihn quasi neben meine. Der Wurf von Bene fehlt hier leider, was ein bisschen schade ist, denn ich wollte dich eigentlich fragen, ob das aus deiner Sicht vielleicht sowas wie eine Vorentscheidung sein konnte, zumindest ja was diesen Flight betrifft, Fabi. Genau, also ich lege hier meinen zweiten Wurf quasi an den Korb, um das Birdie zu spielen. Bene, sein dritter liegt, meine ich von, achso, erstmal Domi. Ja, auch schön auch angenähert. Schön. Genau, und das war dann die heiße Diskussion, ob die Scheibe safe war oder ob sie im OB lag. Es war ganz schwer zu erkennen durch diese Regel, sage ich mal, aber wir haben als Flight gesagt, die Scheibe ist safe. Und jetzt hier Bene, sein vierter Wurf, geht knapp am Korb vorbei. Für mich eine sehr faire Flight-Entscheidung, denn hätte man sich an dieser Stelle gegen Bene entschieden, dann wäre es wohl wahrscheinlich schon, zumindest in diesem Flight, entschieden gewesen. Das war für mich schon irgendwie sowas wie ein wirklich Fairplay, das da auch umgesetzt wurde. Ja, da haben wir alle gesagt, wir haben gerade die Linie runtergeguckt, man hat ein kleines Stück gesehen, also haben wir gesagt, die Scheibe ist safe. Genau. Es ist wirklich schwer zu sehen. Also ja. Gerade wenn du Leute hast, die größer sind als andere, dann ja. Hast du eine andere Perspektive darauf. Das ist, da hätte man, denke ich, eine einfachere Lösung finden können. Aber gut, jetzt wurde es so ja. Gemacht. Oh Mann. Genau, ich mache mein Putt zu 3. Domi dagegen verputtet leider. Ja, der Tag war gebraucht. Ja. Und Bene hier mit dem Bogey. Und da hatte ich jetzt das Gefühl bekommen, jetzt kann ich es auf jeden Fall schaffen. Ich kann den Vorsprung halten. Es sind 3 Würfe auf den letzten 2 Bahnen. Lassen wir uns überraschen. Das hört sich erstmal komfortabel an. Kevin hat dort die 3 gespielt. Also zu dem Zeitpunkt müsste Kevin an Bene vorbei gewesen sein. Genau. 4, Entschuldigung. Dann. Und ich unterbreche dich kurz, um Bahn 17 vorzustellen. 132 Meter, Par 3. Ebenfalls wieder quasi eine gerade Landzunge, die hinten spitz zuläuft, rechts und links, umgeben von OB. Die 2 hier war schon hart. Ich glaube, es sind auch im ganzen Turnier nur wenige gefallen, meine ich. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ich kann es dir nicht sagen. Ich glaube, Timo Hartmann hatte 2-mal. Das ist gut denkbar. Genau, ich hier mit meinem Drive. Ziehen rechts raus im Heiser, dass ich einfach safe im Fairway liege. Der durfte nur nicht zu weit gehen, oder? Richtig. Ich hatte Angst, dass er flippt. Genau, ein einziger Birdie ist in diesem Turnier gefallen, schätzungsweise von Timo Hartmann. Domi auch solide. Genau. Bene passiert so ein bisschen das, wovor ich mich befürchtet habe. Er geht sehr weit nach rechts rüber, aber die Scheibe ist safe. Auch wieder eine sehr enge Entscheidung, sag ich mal, aber sie war deutlich safe. Ja, du hast Timo eben erwähnt. Hier vielleicht können wir ganz kurz auch einfließen lassen, da es dazu ja, glaube ich, auch noch eine filmische Runde gibt. Timo, wir wollen dich demnächst bei den Großen sehen, oder? Ich fand schon gut, dass er diesmal noch Junior gespielt hat. Also der hat genug Zeit, oben zu spielen. Genau. Bene hier sein Approach, fordert so ein bisschen das OB heraus und ich hatte mir gesagt, okay, ich lege ihn an den Korb.
Das hat nicht so funktioniert und ich hatte einen ganz bösen Roll und die Scheibe liegt im OB. Eigentlich unnötig, ne? Also das ist nochmal eine Tür, die du aufmachst? Ja, die, das hätte ich tatsächlich vermeiden können, indem ich einfach einen Putter nehme und ihn gerade zum Korb werfe. Und dann auch mit dem Approach. Aber die 4 war mir quasi sicher, weil das war nur noch ein 4-Meter-Putt, den ich dann zum Bogey hatte. Bene für die 3 kann sich einen wiederholen. Ah, okay. Und das puttet aber zu flach. Das war's dann auch fast, wenn du deinen Putt machst, oder? Es sind dann immer noch 3 Wurf auf der letzten Bahn. 3 Wurf auf der letzten Bahn. Und musst du dich dann schon richtig dusselig anstellen. Und ich konnte befreit aufspielen. Genau, Domi macht seinen Putt hier sehr schön. Ja, und freut sich auch mal. Genau. Hier der Putt für die 4. Leider. Hätte man vermeiden können, aber geht alles. Ja, tatsächlich war der Vorsprung zu Kevin an dieser Stelle 2 Würfe vor der 18, aber ich würde sagen, das ist auch haltbar oder machbar oder umsetzbar, oder? Genau, wie gesagt, Kevin saß im TD-Büro, er hatte halt keine Chance mehr, selber in das Geschehen mit einzugreifen und ich hatte mir dann gesagt, den Drive safe platzieren und dann läuft das. Bahn 18, die letzte Bahn, 112 Meter, Par 3, auch wieder der Korb geschützt, sag ich mal, von Bäumen und einem dreieckigen Hazardfeld. Und hinterm Korb, gut 15 Meter, war wieder eine OB-Linie, die auch relativ früh rechts schon dann angefangen hat. Ja, eigentlich wollte man auf jeden Fall dieses Hazard vermeiden, ja. Genau. Und auch eine ganz schöne Bahn als letzte. Ja. Also, Domi feuert nochmal einen raus. Man sieht sie nicht. Und da steckt sie links. Ein schöner Drive. Ja. Genau, dann mein Wurf. Ich habe gesagt, ich werfe meine stabilste Scheibe. Ich werfe sie hoch, ich werfe sie rechts raus. Und liege dann etwas zu lang, aber safe. Gut, 10 bis 11 Meter. Da war ich mir nicht ganz sicher, ob sie safe ist. Deswegen das Heben der Hände. Bene hier mit dem Heiser. Könnte vielleicht nochmal was machen. Trifft leider den Baum und liegt im Hazardfeld. Somit war Bene raus aus dem. Genau. Und das war dann quasi für mich persönlich die endgültige Entscheidung. Kette wirft nochmal zu B. Der Wind hat die Scheiben sehr weit gedrückt. Bene, um das Paar zu retten, legt drunter. Gut, Bene wusste halt auch, dass da die Messe gelesen ist, oder? Da? Genau. Domi versucht auch nochmal drauf zu gehen, aber man sieht, wie windig es war. Und ja, noch du mal, riskierst alles, nehme ich an? Ich habe gesagt, ich gehe drauf. Hat leider nicht ganz funktioniert. Es wäre ein schöner Abschluss gewesen, aber so mitspiele ich sicher die 3. War auch ganz schön vielleicht. Wer weiß, vielleicht kriegt man einen blöden Spitout und die Scheibe rollt dann doch nochmal in eine ungünstige Distanz. Wie gesagt, 4 bis 7 Meter. Dann kann man ja schon fast gratulieren am Mikrofon. Das kann man. Wenn man sich die, die Scores über alle 3 Runden anguckt, muss man aber sagen, du bist, ich glaube, es gibt 2 Leute, die alle 3 Runden über 1000 gespielt haben. Ich glaube, du und Plauzi. Das ist dann der entscheidende Putt. Beeindruckend. Beeindruckend in jeder Beziehung, denn du warst überhaupt nicht auf unserer Favoritenliste. Umso überraschender und erfreuter war ich, als ich das gesehen habe. Ich finde das ganz große Klasse. Und ganz am Ende dieses Berichts gibt es dann auch nochmal 2, 3 Fragen an dich. Also bitte dranbleiben, liebe Leute. Liebe Disc Golf Gemeinde, das war das Finale der 34. Deutschen Disc Golf Meisterschaft in Neuss. Natürlich das Finale der MPO. Wir haben ein sehr nasses, sehr windiges Finale gesehen mit einem überraschenden Sieger. Dazu, wie gesagt, gleich mehr. Schaut euch auch gerne unsere anderen Filme an und die der Kollegen von Skipshot TV. Und natürlich an dieser Stelle immer die Aufforderung, uns zu abonnieren. Wenn nicht, dann lasst es halt bleiben. Ich bedanke mich ganz recht herzlich bei meinen Moderatoren Rippe. Ja, schönen Dank auch von mir nochmal an Froll für die Möglichkeit, mich hier äußern zu dürfen. Und nochmal Glückwunsch allen Siegern. Schönen Dank an Stefan Heine und das Team im Disc Golf Neuss. Vielen Dank für die Ausrichtung, für das Wetter konnte leider keiner was.
Aber ja, vielen herzlichen Dank. Bis hoffentlich zum nächsten Mal. Ja, bevor ich den anderen Co-Kommentator zum Schluss erwähne, Dank auch an Dirk Baldun, die DFV und an Thronatur. Ja, der andere Co-Kommentator, das war dann eine ganz überraschende Sache und das hat furchtbar viel Spaß gemacht, ganz toll. Gratulation auch vom Frolf-Team, Fabian Kaune, deutscher Discgolf-Meister 2019. Gratulation! Dankeschön. Und ich möchte auch noch, Kleinigkeit sagen, auch vielen Dank nochmal an Disc Golf Niederrhein. Ich fand das Turnier top organisiert. Vielen Dank an alle, mit denen ich spielen durfte, die mich begleitet haben, besonders meine Freundin. Und richtig geiles Lob an Joris Richter. Den Typen müsst ihr unbedingt mal sehen. Der hat sich in jeder Runde um 3 Würfe gesteigert und hat in der letzten Runde die zweitbeste Runde im Turnier gespielt. Da nochmal riesen Respekt an dich, Joris. Was für ein Schlusswort. Vielen Dank. Bis bald, liebe Freunde. Euer Frolf-Team. Gratulation, Fabi Kaune. Darf ich Fabi sagen? Aber natürlich. Hast du damit gerechnet, deutscher Meister zu werden? Nein. Hätte mir das einer gesagt, ich hätte ihm einen Vogel gezeigt. Was war denn deine Erwartungshaltung für dieses Turnier? Top 15, vielleicht noch an die Top 10 ankratzen, aber auf jeden Fall nicht der deutsche Meistertitel. Und wann genau hast du gewusst, jetzt werde ich deutscher Meister? Na, nach Band 7 dachte ich mir, ist es machbar. Und endgültig fest stand es dann zwischen Bahn 16 und 17, wo ich dann 3 Würfe auf 2 Bahn Vorsprung hatte. Da war ich mir dann sicher, dass ich das nach Hause spiele. Und 2020, willst du verteidigen oder? Ich gebe mir Mühe. Gratulation, wir sehen uns nächstes Jahr. Dankeschön.